Jo, huhu. Wir spielen eine Runde Space Hulk. Und müssen wir gerade ein bisschen mit dem Ton und so gucken. So. Oh, Dirty Little Dice, Dankeschön. Gesagt, gerade noch mal ein bisschen Einstellungskram machen. Das Spiel gestern zugelegt, ein bisschen mit dem Alucard gespielt zusammen. Vielleicht mache ich das zusammen mit dem und mit dem Chosen vielleicht und irgendjemand anderes vom Nordpol, wenn ihr das Spiel habt, mal als Multiplayer öfter. Weil so far macht das relativ Spaß und obwohl es ein Shooter ist, die ich ja normalerweise wegen meiner Motion Sickness nicht spielen kann, gestern hat das ganz gut funktioniert. Doch eben habe ich ein bisschen rumgezockt und dann ging das eigentlich auch. Man muss nicht sonderlich viel hektische Bewegungen machen und auch im Spiel ist es nicht sonderlich hektisch, deswegen funktioniert das anscheinend. Aus irgendeinem Grund. Gut, nee, abbrechen. So. Wir spielen einen Librarian und haben hier Bruder Barachiel und Bruder Nahum mit. Cool, hier kann man die Leute noch ausrüsten. Yay, ein Apothekarier mit zwei Energieklauen und ohne Zeug. Naja, macht glaube ich nicht so viel Sinn, weil wir brauchen wahrscheinlich die Heilung. Das Ganze jetzt. Gestern habe ich das mit Maus gespielt und finde es aber mit hab rausgefunden, man kann es. Ups, mal kurz hier. So. Ah, danke, Plastic Löffel. Man kann es auch mit dem Gamepad spielen. Und das liegt mir etwas mehr, habe ich festgestellt heute. Mal zwischendurch hier die Steuerung irgendwie immer auf Maus um zurückspringt gerade. Naja, wir gucken uns mal Bruder Barachiel an. Der hätte eine Sturmkanonen-Energiefaust. Könnte man auch mit zwei Energieklauen spielen oder mit Sturmbolter, aber die Sturmkanone ist, glaube ich, ganz cool. Beginnen wir mal den Einsatz. Unser Ziel ist es, ein Space Hulk
zu untersuchen. I'm in place. Und hier ein Squad von Terminatoren des Deathwing, die hier schon vor uns drin waren. Command Barakiel to follow you. He will protect your back. So, we start seeking for Gideon's squad. We're sending Gideon's beacon channel to you. Swift vengeance. So. Müssen wir unseren beiden Kumpels hier erstmal sagen, dass wir uns folgen sollen. Also hier die Squad Gideon, die ist hier verloren gegangen in diesem Spacewalk und wir sollen die suchen. Hier geht irgendwie was Komisches vor sich. Wir haben hier so eine Karte. Wo auch hier, da sitzt wahrscheinlich Tyranniden kommen. Ja, welch Wunder. Ja, wir werden uns jetzt hier unseren Weg suchen müssen bis hier zu dieser Squad, die mit dem gelben Punkt markiert ist. Das ist zumindest das Notsignal, was die gesendet haben. Ja, und zwischendurch werden wir hier durch die ganzen Räume durch und schauen, was hier so los ist. Runter. Wir sind ein Skriptor, das heißt, wir sind Psioniker. Sturmbolter, ein Energieschwert. Ja, cool mit der Gravur. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann im Stream. Da ist eine Gravur schön auf dem Energieschwert drauf. Und rechts unten. Bisschen ist das mit dem Chat verdeckt. Vielleicht kann ich den Chat mal ein bisschen nach oben ziehen. Aber ich lasse es erstmal so. Sieht man wie bei Alien, wenn ihr den Film kennt, ein bisschen den Tracker. Das sogenannte Auspex, wo uns Bewegungen in der Nähe angezeigt werden. Und wir sehen da auch zwei Bewegungen in unserer Nähe. Eine Bewegung gerade da vorne. Fliegt oder läuft irgendetwas herum und wir sehen auf dem Bild hier, das ist dieser Servoschädel, der da durch die Gegend fliegt und die ganze Zeit irgendwas scannt. Aber ich bin sicher, bald würden auch andere Bewegungen dazukommen. Atmosphäre finde ich ziemlich cool, also es ist grundlegend ja von einem Brettspiel von Games Workshop übernommen. Von Space Hulk. Da gab es auch schon ein paar Computerspiel-Ableger von. So, aber das hier ist jetzt als Shooter mal umgesetzt. So, hier Leitern können wir nicht nach oben, wir sind nämlich in dicke Terminator-Rüstungen eingepackt. Die können irgendwie keine Leitern hoch. Beziehungsweise würde die Leiter nicht überleben wahrscheinlich. Deswegen gehen wir jetzt hier mal durch diese Tür. Okay. Die Tür ist blockiert. Das lassen wir dann aber erstmal nochmal so. Mal gucken mal, ob wir eine andere Tür finden. Wir könnten die auch einschlagen, aber... Hier gibt es ja nicht nur einen Weg, der nach oben führt. Hier ist noch eine Tür. Die geht sogar auf, sieht sie. Tote Techpriester. Irgendwas ist hier... ganz schön daneben. Ausgezehrte Leichen, die hier rumliegen. Das ist wieder ein Servoschädel für uns. Folgen die uns eigentlich alle beide? Nur einer.
Ah, da ist der andere. Okay, alles klar. Wir sind nicht alleine. So. Hier haben wir eine Tür. Ja, nochmal gucken. Hier geht's nach oben. Die Tür war blockiert. Schauen wir mal. Laufen. Okay, das ist, müsste die blockierte Tür sein. Ja, hier sind tote Imperiale und Maschinenpriester. Daten hier zugreifen. Die Sensorien haben ein Schiff aus der fernen Vergangenheit des Legionis Astartes und des Mechanikums entdeckt. Es scheint im guten Zustand zu sein. Wir müssen dieses Schiff erreichen. Wahrscheinlich birgt es uralte Maschinen, Daten und Relikte. Die Sicherstellung dieser Schätze hat absolute Priorität. Alarm, Maschinenrelikte entdeckt. Datenanalyse Kauderwelsch. Sensoriumberichte erhalten, Übertragung verschlüsselt, Stufe 5, Daten kompiliert, der Omnisaya weiß alles und versteht alles. Ja, der Omnisaya versteht das wohl, aber wir anscheinend nicht. Und wir haben keinen Technomarine mit, der uns das hier übersetzen könnte. Und hier ist alles zu. Der Servoschädel rollt das Fass durch die Gegend. Na, komm raus. Ich möchte diese Tür für immer verschließen. Wer weiß, was da noch irgendwann mal durchkommt. So. Im Namen des Imperators verschlossen. So. Orientieren, wo wir gerade sind. Okay, ist da, da unten sind zwei Bewegungssignale. Okay. Hier ist noch so ein Datending. Dies ist eine Nachricht an alle Explorator-Magi, Archäo-Xenologen und andere Schatzsucher. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Diese Schatzkiste voller Daten enthält Geheimnisse aus der Zeit der Horus-Heresie und sogar aus der Zeit davor, aus dem heiligen Wissen des Omnisaya. Das Mechanikus des heiligen Kultes muss alles daran setzen, sie zu bergen, selbst wenn seine Angehörigen dafür ihr Leben riskieren. Achtet darauf, alle aus dem Kogitatoren des Libariums gesammelten Daten für die Transkription und Übersetzung zusammenzuführen. Alle geborgenen Informationen müssen gesegnet werden, ehe sie verwendet werden. Gelobt sei der Omnisaya. Unsere Mission wird uns reich belohnen. Eine Makroagglomeration. Oh Gott, ist aus dem Warp ausgetreten. Es ist unsere Pflicht, diese Beute für den Mars und den Omnisaya zu sichern. Unser Plan ist es, an der Agglomeration angedockt zu bleiben und so mit ihr in den Warp einzutreten, wenn sie ihren Ehren zurückkehrt. Wenn wir fündig werden, werden wir vielleicht mit einem Reichtum an Daten belohnt. Wissen ist Macht. Explorationsprotokoll wird übertragen. Die Heere Segnung werden übertragen. Gebetskreise aktiviert. Bereit. Einheiten erwachen. Tja, anhand der vielen toten Maschinenpriester hier, die wir schon gesehen haben, ist da wohl was ordentlich schiefgegangen. Würde ich mal behaupten. Und das ist in der Tat ein altes
Dark Angels Schiff. An der Glocke können wir uns wohl erkennen. Weil auch Dark Angels Sachen. Die wurden wohl Dinge niedergeschrieben. Wichtiges. Kann man das da lesen? Nee, kann man nicht. Ah, Warhammer. Ja, Warhammer. Genau, Serenity. Wir sind ein Astartes der Legion der Dark Angels. Ein Skriptor, das heißt Psionika. Und sind auf der Suche nach einem verschollenen anderen Terminatorentrupp der Dark Angels in einem antiken Space Hulk, der vorher schon von Mechanikumsleuten anscheinend geplündert worden ist, aber die haben wohl, naja, irgendwie versagt. So kann man sich das echt vorstellen hier. Diese ganzen uralten Sachen. Ich finde das immer witzig, diese gotischen Aspekte und dann diese uralt anwirkenden Schalltafeln, die aussehen, als wären sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Hier, wir können auch Psi-Blitze schießen. Ja. Ah, und da ist auch ein Geschütz. Das lassen wir aber erstmal nochmal in Frieden. Wir müssen nach da oben, ne? Vielleicht durch die andere Tür gehen müssen. Gehen wir nochmal zurück. Weg da, ich bin der Terminator. War mal in einem alten Bunker der DDR, da sahen die Schalltafeln auch so aus. Ja, genau. Hatten die da auch so große Glocken an der Decke? Ich glaube nicht. Ah, hier ist ein Geschütz, genau, das ist nicht außer Kontrolle, außer Gefecht. Wir könnten das aktivieren, aber das schießt dann halt auf alles, was sich bewegt, inklusive uns. Wenn wir allerdings in einem anderen Raum sind und das hacken, dann können wir, falls sich hier irgendwelche bösartigen Wesen in diesem Raum befinden sollten, durch das Geschütz die von ferne erledigen. Ah, eine Gebetstafel an den Omnissier mit lauter Nullen und Einsen. Ziemlich lauter Alarmsignale. Ein paar Gebete an den Imperator an der Wand, immer gut. Oh! Habt ihr das gesehen? Da ist irgendwas die Wand runtergeklettert. Komm zurück! Stell dich! Xenos Abschaum! Ekelhaft! Die armen Servitoren, die das hier aufräumen müssen. Prescient power lets me see a prediction of the future. Mhm. Gerade nochmal eben das Chatfenster etwas anpassen. So. Vielleicht dann doch oben in die Ecke tun, anstatt nach unten.
Könnt ihr das Auspacks nämlich noch besser sehen. So, weiter im Space Hike. Wenn das stört da oben in der Ecke, dann sagt Bescheid, dann mache ich es wieder nach unten. Oder ein bisschen kleiner oder so. Diese Geräusche. So, hier, mach mal auf. Hier ist zu. Okay. Wir könnten jetzt ganz hier außen rumlaufen. Na, ich bleib dabei. Ich bin vorsichtig und lasse die Türen, die blockiert sind, auch erstmal zu. Wir laufen mal ganz außen rum. Wir könnten die Türen einschlagen, aber das ist, naja. Kaputte Türen sind kaputte Türen, dann kommen nicht nur wieder durch, sondern vielleicht auch irgendwas anderes. Was haben wir hier? Wir sind in der Factory. Okay. Dieses Whispern, was man hier hört, das sagt uns, dass hier irgendwo ein antikes Relikt sich befindet. Aber das hier sind eindeutig keine menschlichen Arme, die da auf dem Boden... Ah! Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie... ein Reisetrolley? Kleines Relikt gefunden. Ja, zeig uns, was es ist. Gucken. Hier nicht. Das sagt man jetzt nicht, was es ist. Na gut. So, wir mussten jetzt quer durch die Factory durch. Und da hinten zu dem anderen. Servoschädel arbeiten. Auch lässt sich das Xenos-Zeug nicht blicken. Ah, die Servoschädel wollen auch schon hier durch. Wollen wir mal aufmachen hier. Aufmachen! So. Sehr schönes Mechanikus-Symbol da oben. So, und jetzt müssen wir direkt nach links. Nicht wahr? Nach links müssen wir. Chapel. Kirche. Ich guck mir die Kirche mal an. Das ist doch mal eine Kirche, wie man sich sie wünscht. Oh, hier ist schon wieder so ein Flüstern. Oben, ah, vorne auf dem Altar liegt bestimmt irgendwas. Oder auch nicht. Oh, guck mal. Hinter dem Altar. Ein Volta! Bedeutendes Relikt gefunden. Was auch immer du bist, bedeutendes Relikt. Du wurdest gefunden. So. Aber jetzt schnell zurück. Wir müssen ja auch Squad Gideon retten. Obwohl, es sind Dark Angel Terminatoren, die werden sich schon selber retten können. Hilf dir selbst, dann hilft dir der Imperator. Aufgemacht.
lang? Nee, da müssen wir nicht lang. Ich finde ja, wir hätten auf dieser Karte diese Spawns hier, die Tyranniden-Spawns, auch weglassen können. Erst wenn man die entdeckt, dass das wirklich ein Spawnpunkt ist, da einzeichnen. Wir wissen also, da kommen irgendwann eklige Xenos mit diesen Händen raus. Aber momentan haben sie anscheinend noch Angst vor uns und lassen sich nicht blicken. Wieder Servoschädel, die Fässer durch die Gegend rollen. So, wir müssen nach rechts, dann die zweite nach links, oder nee? Wir müssen nach rechts und die erste nach links. Jo. Genau, da war die... rechts und jetzt die erste nach links. Laufen wir ein Stück. Squad Gideon, wir kommen! Ah, ich dachte schon, die wäre schon wieder blockiert, die Tür. Oh, oh! Brothers, I hear the claws of the Xenos. Oh, oh. Da war was ganz schön Großes. Wir haben auch wieder ein Geschütz auf der Karte. Aktivieren das mal. Vielleicht zeigt es uns, was da sonst noch so rumläuft. Und dann kann man nämlich hier gucken, was da sonst noch so abgeht. Aber anscheinend ist hier nichts weiter. Kann man das jetzt so wieder ausschalten oder muss man das dann hier, deaktivieren. Gut. Mal zerstören will ich das eigentlich nicht wirklich. Nein! Ah! Deaktivieren. So. Wir wollten in diese Richtung. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ding auch wirklich aus ist, sonst schießt es auf uns, ja. So, da drüben ist Squad Gideon. Aber wir gehen hier nochmal kurz rein, was hier so drin ist. Ein Wispern, ich höre ein Wispern. Da! Da liegt was. Es ist wieder ein Reisetrolley. Unsere Willenskraft erhöht. Das hilft uns beim Zaubern. Pass mal auf, wir machen das jetzt so, wir machen hier vorne die Tür mal permanent zu. Weil in diesem Raum ist nämlich auch ein Tyranniden-Spawn und hier scheint es sonst nichts zu geben. Schließen wir die hier quasi ein. Kommt raus, ihr beiden Dicken. So. Niemand möge diesen Raum jemals wieder betreten oder verlassen. So.
Gideon war hier vorne. Ich rette euch! Nachdem ich das ganze andere Schiff durchsucht habe, rette ich euch! Okay. Weiche! Mauer! Shades fight on for a while. An apothecary team is going to retrieve their perlinoid glands once the bridgehead is established. They will live on within honor. I have an anomalous signal return. Verify it first. Ja. Also tote Space Marines haben manchmal noch die Ehre, wenn sie wirklich ehrenhaft erkämpft haben, man sie noch bergen kann. Dass hier anscheinend noch der Fall zu sein scheint, dass sie in größere Rüstungen gesteckt werden, also ihr toter Geist quasi dann noch in einer Kriegsmaschine weiterlebt. Nennt sich, also ist dann die nächstgrößere Stufe, wir sind ja Terminatoren, das ist schon ziemlich hart, ziemlich groß, und danach gibt es noch die Cybots, nennen die sich im Deutschen, oder Dreadnoughts. Englischen. Da werden die dann reingesteckt, damit sie noch nach ihrem Tod noch für den Imperator dienen können. So, hier müssen wir lang. Das ist eine blockierte Tür und im Namen des Imperators, ich klopfe an. Hallo, wir wollten mit Ihnen über den Imperator reden. Haben Sie ein bisschen Zeit? Sehen wir schon, was uns erwartet. Ekelhafte Viecher. Und hier ist merkwürdigerweise kein Flüstern, aber trotzdem ein Relikt. Und diesmal zeigt es uns auch an, was es ist. Es ist ein Zepter der Macht. Sensorium is showing multiple returns in your area. Stay vigilant. Okay. Das Sensorium sagt jetzt, wir kriegen hier Besuch. Irgend so ein Typ. Hallo! Hey ho! Huhu! Willkommen im Space Hulk. So, aber jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so sicher, hier durchzulaufen. Mal gucken, wo sollten wir jetzt hin? Wir müssen jetzt... Wohin? Ach, in die andere Richtung. Na gut. Dann gehen wir in die andere Richtung. So sehen wir halt auch aus. Nur, dass wir nicht so eine dicke Kanone tragen, wir haben hier nur so einen kleinen Sturmbolter. Und ein Psi-Schwert. Ich glaube, es ist sogar... Ist das ein Psi-Schwert oder ist es ein Energieschwert? Ich meine, es ist ein Psi-Schwert. Wir sind ja auch ein Skriptor. Da kommen sie! Ah! Kontakt! Keine Munition mehr! Heilige Fresse! Activate the defense grid at any cost. Our foes approach quickly. We must reactivate local defensive systems to secure the bridgehead. Okay.
müssen wir hin? Nach da unten. Okay. Okay, einmal quer durch den ganzen. Durch die ganze Tirade hier durch. Okay, wir laufen dann quasi hier unten rum. Und dann darum. Und dann hier wieder durch die Chapel, wo wir eben schon mal waren. Oder durch hier durch den Gang. Okay. Kurz mal gucken. Ja, wahrscheinlich werden die sich jetzt weiter hier aufhalten. Wir könnten dieses Ding gleich mal scannen, wenn wir um die Ecke laufen. Und dann, falls das hier Xenos-Wesen sind, die um die Ecke biegen wollen, dann schießen wir sie mit dem Turret kaputt. Bewegen sie sich nicht? Wahrscheinlich bewegen die sich sowieso erst, wenn wir kurz vor ihnen stehen. So, jetzt haben wir sie auch auf dem individuellen Auspecs. Ah, da ist noch eine Tür zwischen, ne? We are receiving strange signal echoes. Schön strange. Das Turret da ist ja total sinnlos, ey. Und vielleicht, wenn wir jetzt gleich hier um die Ecke sind. Nachladen! Zack, zu. Jetzt gehen wir mal und scannen den Turret nochmal. Schauen mal, ob da uns da was folgt. Da ist nix. Natürlich nicht. Sinnloses Ding. Ach man, die Steuerung ist noch ein bisschen blöd mit dem Ding hier. Mit so, was haben wir jetzt für einen Status hier bei dem Ding? Vorne kommen sie. Stirb, Servo-Schädel! Gott sei Dank haben wir unendlich Munition. So. Da kommen sie wieder. Die in the name of the Emperor! Nachladen! Bei unserem Apothekarier geht's gar nicht so gut. Servo-Schädel, die hinter uns sind. Okay. So, wo müssen wir lang? Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Und entweder durch die Factory oder durch die Chapel durch.
Hier kommen die auch raus. Da oben durch den Ventilatorschacht wahrscheinlich. Das heißt, ab jetzt können sie auch hinter uns spawnen. Drecksviecher. Ah! Die! Okay, wir sollten uns beeilen. Erstmal nachladen. Besten nach dem nächsten Angriff oder ein bisschen was verliert, werde ich den wie heißt der eigentlich? Ah! Ja, gut, hier kann man mal ein bisschen heilen lassen. Nachladen. So, wir sind auf dem richtigen Weg. In der Chapel waren wir schon, da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Wir gehen jetzt durch die Factory, würde ich sagen. Und verschließen dann die Tür hier hinter uns. Kommt ihr beiden? Oh, put, put, put. Raus da! Ich verschließe jetzt die Tür. Gab's hier nicht auch eine Turret? Nein. Okay, wir müssen jetzt nur hier schnell um die Ecke. Hier gab's aber auch einen Spawn in der Factory vor uns, okay. Ah. Will jemand Terminatoren essen? Letzte Chance. Dann halt nicht. Komm, 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 komm. Und. We are the angels of death. So. Können nur nach vorne und nach hinten ist. Ja. So. Du heilst dich mal hier. What? Operation finished. Haben wir das schon geguckt? Ist das etwas, was wir schon kennen? Ah, nein, okay. Status: Generatoren schwankend. Leistung der Generatoren schwankt stark. Seit wir am Space Hulk angedockt haben, mussten die Generatoren regelmäßig neu gestartet werden. Das ist bestimmt eine Botschaft des Omnisire. Natürlich ist es eine Botschaft des Omnisire. Wir werden auf die Probe gestellt, aber wir müssen diese Relikte bergen. Wir werden sehr unglaublich viel von ihnen lernen können und damit dem Maschinengott näher kommen. Sehr unglaublich viel. Ja, nee, kein gutes Deutsch.
Oder kein, was spricht man in Warhammer? Niederes Gotisch, ja? Oder höheres Gotisch? Die Wege des Onesire sind unergründlich. Behaltet die Generatoren ständig im Auge. Wir benötigen einen steten Energiefluss. Startet die üblichen Segnungen. 3 Orden an die Maschinen. Oden. 3 prächtige Onesire. 3 Hymnen des Magos. Wenn dieser Zyklus nicht ausreicht, startet die folgenden Segnungen. 3 Gebete des heiligen Energietransfers. 3 Gebete der heiligen Wartung und der heiligen Stabilität. 3 Anrufungen des Magos Belno. Wiederholt den Vorgang, bis es funktioniert. Yo, ich stelle mir das gerade vor, so eine kaputte Maschine und dann sitzt die ganze Zeit einer vor. Oh, heiliger Maschinengott. Wow, und muss das die ganze Zeit machen, bis es dann irgendwann funktioniert. Diese Menschen im 41. Jahrtausend. Hallo, Servoschädel. So. Jetzt ein Turret. Scannen. Es ist halt nicht aktiviert, ne? Ups. Diesen Energieblitz wurde eben präsentiert vom Omnisire. Oder so ähnlich. So, hier schnell mal hoch. Oh, hier ist ein Wispern. Wispern, Wispern, Wispern. Wo wispert es denn hier? Du bist es nicht. Nein. Ist bestimmt hier unten drunter, ha? Aber bevor ich da irgendwas aktiviere, gehe ich jetzt mal gucken. Diese Relikte ja meine Willenskraft stärken, würde ich die schon ganz gerne mitnehmen. Hier ist es immer noch nicht. Da, das ist wieder so ein Reisekoffer. Ich weiß gar nicht, was soll das überhaupt sein? Energiezelle oder so? So, wo ging es jetzt nochmal hoch? Da hinten, ne? So. Aktivieren. Nochmal aktivieren das Ding mal. Hacken das. Weil jetzt kommen bestimmt nämlich irgendwelche Viechers. Ja, ich hör's schon. The activation of the generators has woken a dormant gene species. Scheiße. Zerstören. Bringt gar nichts, oder? It's time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Those your assigned factors are in your guard squad. Nachladen! Verteidig die Treppe! Okay, Treppe. Da kommen sie wieder.
alle Leute. Weg, der Sack! Feigling. Immer diese Xenos-Feiglings-Abschau. So, wir müssen den Brückenkopf sichern. Das heißt, wir laufen hier auf einem geraden Weg durch das Skriptorium. Wieder zurück, würde ich vorschlagen. Durch, meine Kollegen hier. Komm durch. Blockieren. Versiegelt die Shots! So. Wir gehen einfach geradeaus weiter. Sind uns im Klaren darüber, dass da ein Spawn ist. Da kommt jetzt auch was. Ah, hier sind Promethium-Leitungen, die kann er anschießen, sehr gut. Ah, die Archiv! So. Da kommen sie. Ich könnte eigentlich mal öfters meine Psy-Kraft einsetzen, aber... So, wo müssen wir lang? Wir müssen... diese Richtung. Gehen wir durch den Gang, wo die ganzen Spawns sind. Ich würde sagen, ja, ne? Kommen Sie. Friss Psi. Dran, wa? Ich bin schon ziemlich angeschlagen hier. So, wie sieht's aus? Da müssen wir nicht lang, wir müssen geradeaus.
Ich will da nicht rein. Okay. Schnell durchlaufen. Ist geradeaus, ne? Gibt. Okay. Selber bitte auch. So, und jetzt schnell hier vorne zum Shuttle oder zum Landungstorpedo. Schön verteidigen. Jetzt kommen sie nämlich von allen Seiten. Multiplayer-Spiel mit dem Alucard ganz gut gelernt hier mit diesem Trick, hier sich hier in diesem Ding hier zu verschanzen. Da kommen sie nämlich wenigstens nicht von hinten.
Okay, von da oben kommen sie anscheinend jetzt schon nicht mehr, weil das Ding da abgefallen ist. Gleich ist die Berechnung fertig. Bridgehead secure. This is the start. Commence the hunt for the fool. Mission erfüllt. Meine Eliminierungen sind armselig anscheinend, oder was? Okay, sehe ich ein. Ehreneliminierung auch. Das sind die Kopfschüsse und Nahkampfdinger. Genauigkeit 56%, okay. Da muss ich dran arbeiten. Kein Psi-Tor. Sehr gut. Und 138 Gene-Stealer getötet. Und wir haben eine Sturmkanone jetzt, die wir ausrüsten können. Sehr schön. Ja, das war die erste Mission aus Space Hike. Mir macht das Spaß. Vielleicht auch die nächste, wie gesagt, mit den Nerdpolern zusammen, wenn ihr das Spiel auch habt oder so, oder generell. Sagt mal Bescheid, dann können wir das im Multiplayer zocken. Das macht nämlich auch super mega Spaß. Hab ich gestern schon mal ganz kurz mit dem Aulocard halt angetestet. Ich mache jetzt hier aus an dieser Stelle, weil jetzt gleich Fußball im Fernsehen kommt und das will ich gucken. euch noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Danke fürs Zugucken. Bis später mal. Tschüss.